zum 1. Mai, Arbeiterkampftag hier in Ettlingen. Ich war da gerne dabei als Bundestagskandidat und habe hier auch gezeigt, dass ich mit solidarisch bin. Wir haben in dieser Krise tatsächlich ein Solidaritätsproblem, während wir als ArbeitnehmerInnen und alle, die sonst wenig Geld haben, diese Krise insgesamt finanzieren durch Kurzarbeit etc. pp. Sind die großen Konzerne diejenigen, die tatsächlich weiterhin Geld verdienen. Wir hören es ja, Wirtschaftswachstum ist da. Daimler bezahlt 1,4 Milliarden an Rendite aus und kassiert 700 Millionen Kurzarbeitergeld. Das sind alles Dinge, die nicht sein können. Diese Krise muss solidarisch beendet werden, von den Pflegekräften ganz abgesehen. Im Notstand, in der Gesundheitsversorgung insgesamt und international, wo die ärmsten Länder noch gar keine Impfstoffe haben, während wir hier rumjammern, dass wir keinen Impftermin bekommen, haben die überhaupt gar keine Chance einzubekommen. So kurz, so deutlich, Solidarität ist keine Einbahnstraße und wir müssen das gemeinsam bewältigen.